Hallöchen! Dies ist der zweite Teil der Videoserie Genusbestimmung. Im ersten Teil habt ihr erfahren, wie man maskuline, also maskuline Substantive, nach ihrer Bedeutung bestimmt. Heute erfahrt ihr, wie man feminine, also feminine Substantive, nach ihrer Bedeutung bestimmt. Los geht's! Und ich beginne gleich mit der ersten Bedeutungsgruppe und das sind, wie auch beim ersten Mal, natürlich Personen, in diesem Fall Personen weiblichen Geschlechts. Die Frau, die Emma, die Deutsche. Achtung, hier gibt es einige Ausnahmen. Die zwei wohl bekanntesten unter ihnen sind das Mädchen und das Weib. Das heißt, das grammatische Geschlecht stimmt nicht immer mit dem biologischen Geschlecht überein. Die folgenden vier Bedeutungsgruppen betreffen wieder die Natur. Zum Beispiel Insekten. Die Fliege, die Biene, die Mücke. Blumen sind feminin. Die Rose, die Kamille, die Iris. Bäume sind auch feminin. Die Eiche, die Fichte, die Birke. Weiter geht's mit Früchten. Die Banane, die Erdbeere, die Kiwi. Achtung, zwei wichtige Ausnahmen sind hier der Apfel und der Pfirsich. Weiter geht's mit Zigaretten und Zigarrenmarken. Achtung, ich spreche die folgenden so aus, wie es die meisten Deutschen tun. Und zwar die Marlboro, die Pall Mall und die West. Viele Zeitungen und Zeitschriften sind feminine. So zum Beispiel die Bild, die Vogue und die Cosmopolitan. Achtung, normalerweise ist das Substantiv Bild neutral, also das Bild. Wenn wir aber von der Zeitung sprechen, sagen wir die Bild. Hier gibt es übrigens auch viele Ausnahmen, zum Beispiel der Spiegel. Weiter. Tankstellenketten sind feminin, weil wir hier implizit die Tankstelle meinen. Und auch hier spreche ich die Beispiele so aus, wie es die meisten Deutschen tun. Die Shell, die Total, die Mobil. Aus dem letzten Video wisst ihr bereits, dass Automarken maskulin sind. Aber was ist eigentlich mit Motorradmarken? Die sind feminin. Hier implizieren wir nämlich die Maschine. Die Kawasaki, die Harley-Davidson, die Ducati. Das Substantiv die Maschine ist auch der Grund dafür, dass die nächsten Substantive feminin sind. Es geht um Schiffe. Drei bekannte Beispiele sind natürlich die Titanic, die Olympic und die Queen Mary. Und nun komme ich auch schon zur letzten Bedeutungsgruppe für die Feminine. Die Rede ist von Zahlen. Genauer gesagt Kardinalzahlen. Wir schreiben sie einfach nur groß und schon haben wir ein feminines Substantiv. Die 0, die 14, die Million. So, das war's schon mit dem zweiten Teil der Videoserie Genusbestimmung. Im dritten Teil kommen alle Bedeutungsgruppen für Neutra. Bis dahin, tschüss.